Es werden letztendlich alle Ministerien mit allen Abteilungen nach Berlin gehen, meine Herren. Es gibt da bereits eine Geheimstudie mit entsprechenden Zeit- und Organisationsabläufen. Und welchen Einfluss haben wir auf diese Studien? Sehr richtig. Wir sind an den zwei wichtigsten Instituten beteiligt, Herr Abgeordneter. Studien aus anderen Quellen würde ich als nicht so relevant bezeichnen. Ja, und was ist, wenn er nicht mehr an der Regierung ist? Eine Lawine, die rollt, ist nicht mehr aufzuhalten, auch nicht von der Großen Koalition. Also, ich möchte einen Toast ausbringen. Auf die Beständigkeit der deutschen Politik. Prost, mein Herr. Ja, du kennst halt seine Finger wohl überall drin. Darauf kannst du deinen neuen Daimler wetten. Das war da vielleicht auch. Und nun zu einem wichtigen Punkt der Tagesordnung, die bauliche Infrastruktur in Berlin. Der Stand der Dinge ist, wie Sie wissen, dass mit dem ersten Umzugsschub etwa 20.000, dann weitere 20.000 bis 30.000 Wohneinheiten verschiedener Größenordnung benötigt werden. Nach den derzeitigen Planungen des Umzugsbeauftragten stehen 12.000 Wohnungen zur Disposition. 4.000 aus dem Bestand der ehemaligen alliierten Wohnungen und weitere 8.000, die auf bundeseigenen Grundstücken vor allem um den Moabiter Werder errichtet werden.